Das DHB-Pokalspiel zwischen dem SC Magdeburg und Frisch auf Göppingen am Mittwoch fand unter besonderen Vorzeichen statt und das gleich doppelt. Nicht nur, dass es das erste Spiel unter Neutrainer Bennett Wiegert war, der damit auch sein Cheftrainerdebüt im Profibereich gab, die SCM-Spieler waren auch auf Revanche für die Niederlage am vergangenen Samstag aus. Und dementsprechend legten sie auch los. In der von Beginn an kochenden Halle war es nach 3 Minuten Nemanja Selenovic, der das erste Tor der Ära Wiegert erzielte. Die Stimmung wurde noch besser, als Marcel Schiller wenige Minuten später einen Göppinger 7 Meter neben das Tor setzte. Der SCM stand in dieser Partie in der Defensive sicherer als zuletzt und kam so unter anderem durch einen erfolgreichen Block zum 7:4 durch Kapitän Fabian van Olfen. Im Gegenzug blieben auch die Göppinger gefährlich. Lars Kaufmann trifft nach starker Einzelaktion zum 7:5. Der 2-Tore-Vorsprung der Magdeburger hatte jedoch Bestand. Mit 15:13 ging es in die Pause. In Hälfte 2 ging es dann genauso weiter wie vor dem Halbzeitpfiff. Die Partie war ausgeglichen, der SCM behauptete aber seine Führung. Großen Anteil daran hatte Robert Weber, der am Ende mit insgesamt 10 Toren bester Werfer der Magdeburger war. Doch auch der Rest der Mannschaft kämpfte, wie hier Marco Betschak, der sich gegen 2 Göppinger durchsetzt und das 19:16 markiert. Und so sah das Spiel der Magdeburger in Hälfte 2 phasenweise aus. Parade Dario. Und während Halle und Bank noch den Torwart feiern, netzt Robert Weber auf der Gegenseite ein. 4 Tore vor für Magdeburg. Die Göppinger steckten aber nicht auf und blieben auch dank Michael Kraus weiterhin gefährlich. Doch gegen den SCM und die furiose Halle war kein Ankommen. Jakob Begerstedts Treffer zum 27:21, inklusive akrobatischem Torjubel. Einer der Erfolgsgaranten war auch in dieser Partie Dario Quenstedt, der oft Endstation für die Göppinger Angriffe war. Selbst Michael Kraus scheiterte am Ende am glänzend aufgelegten Keeper. Dass trotz des Vorsprungs die Konzentration nicht nachlassen durfte, lebte vor allem Bennett Wiegert an der Seitenlinie vor. Unermüdlich coachte er und trieb die Mannschaft an. Göppingen kämpfte weiter und konnte in den Schlussminuten einige Tore gut machen. Am Magdeburger Sieg konnte das jedoch nicht mehr rütteln. Am Ende revanchiert sich der SC Magdeburg für die Niederlage vom Wochenende, schlägt die Mannschaft von Frisch auf Göppingen mit 29:25 Toren und macht damit nach turbulenten Wochen den Weg zum Final Four nach Hamburg klar. Ja gut, das ist natürlich nicht einfach. Wir haben uns auch ein bisschen mehr erhofft, nachdem wir letztes Jahr hier im Viertelfinale schon gescheitert sind, davor das Jahr auch im Viertelfinale. Und gerade nach dem letzten Wochenende haben wir natürlich gedacht, dass hier mehr zu holen ist und dass wir hier auf jeden Fall wieder die Leistung bestätigen können. Das ist uns leider nicht gelungen. Und ja, das ist halt, die Mannschaften sind so dicht beieinander, Magdeburg und Göppingen. Am Samstag waren wir die bessere Mannschaft, heute für uns leider Magdeburg. Es gab solche Knackpunkte im Spiel. Einmal, wo ihr das 13:13 erzielen könnt und zweite Halbzeit, wo ihr auf 17:16 dran wart. Woran lag es da aus deiner Sicht? Na gut, zum einen hat Dario heute, glaube ich, ein richtig gutes Spiel gemacht. Er hat einige Bälle gehalten und wir haben auch dann so viele technische Fehler und das waren, glaube ich, die entscheidenden Punkte dann zu der Zeit. Aus eurer Sicht von Göppingen, welche Rolle hat heute der 8. Mann hier in Magdeburg gespielt, der Heimvorteil für den SCM? Na gut, wir haben im Vorfeld natürlich schon gewusst, dass die Halle ausverkauft ist und dass die Zuschauer und die Mannschaft brennen wird und ist im Hinterkopf, natürlich spielt das schon eine Rolle, aber das sind wir gewohnt und eigentlich müssen wir damit normal umgehen können. Schönen Dank und gute Heimfahrt. Dario, erstmal Glückwunsch zu einer sensationellen Leistung, konstant 60 Minuten, selbst happy über diesen Abend? Ja, natürlich bin ich erstmal froh, dass meine Mannschaft und ich inklusive neuem Trainer den Einzug ins Final Four geschafft haben. Ich glaube, das war eine hervorragende Revanche, die wir heute unserem Publikum geboten haben. Und ich glaube,
Wir können stolz auf uns sein. Was hat der neue Trainer Bennett Wiegert mit euch gemacht? Es war von der ersten Minute an zu spüren, dass der absolute Wille da war, wir wollen nach Hamburg. Ja, genau, du sagst es schon. Also Benno ist ein sehr emotionaler Trainer. Das hat er sehr gut rübergebracht. Er wollte, dass wir Spaß haben beim Spielen, auch beim Training. Und das haben wir sehr gut umgesetzt. Wann hast du selber dran geglaubt, jetzt ist das Ding zu Hause, jetzt haben wir das Ticket nach Hamburg? Ja, wir sind ja so ein bisschen gebrandmarkt, dass wir ab der 40. Minute einbrechen, das weiß halt die ganze Halle. Aber heute war das überhaupt nicht der Fall. Und so 2-3 Minuten vor Schluss habe ich dann langsam ein gutes Gefühl bekommen. In der Nacht vor dem Spiel selber von solcher Leistung geträumt oder so? Gehofft schon. Normal vorbereitet wie gegen jeden Gegner. Und ist natürlich sehr gut, wenn es im Zusammenspiel mit der Abwehr immer klappt. So ein Traum, jetzt in Hamburg wieder zu sein, gibt das auch einen Schub für die letzten Spiele bis Jahresende in der Bundesliga? Also die kommenden Spiele jetzt in Hamburg und dann zu Hause gegen Wetzlar, anschließend dann in Mannheim. Da müssen wir uns natürlich sehr konzentrieren. Wir dürfen uns jetzt nicht ausruhen auf diesen hervorragenden Sieg, aber ich glaube, das trägt uns schon ein bisschen.